Bubblewalle. Heute dreht sich alles um Bubblewalle, denn wir haben letzte Woche eine phänomenale Live-Shopping-Episode gehabt, wo wir Tipps und Tricks und Anregungen zum Thema Bubblewalle mit euch geteilt haben. Diese tolle Episode wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen haben wir hier die Highlights für euch zusammengefasst. Also einfach mal am Anfang für einige, die noch nicht mit dem Bubblewoll-Virus infiziert worden sind, wie ich. Also ich bin schon infiziert, ihr vielleicht noch nicht da draußen, dann lauft so schnell ihr könnt. Aber was ist denn genau Bubblewolle? Große, runde Knäule, Farbverlauf, Garn in allen möglichen verschiedenen tollen Farben, die euer Leben vereinfachen. Viele von euch kennen das wahrscheinlich, wenn ihr Projekte macht mit Streifen oder mit vielen Farbwechseln, habt ihr am Ende andauernd das Problem, dass ihr die ganzen Enden vernähen müsst und die Fäden neu anfangen müssen und so weiter. Wir machen euch das Leben einfacher und sorgen selber für die Farbverläufe. Das heißt, ihr braucht einfach nur einen Knäuel und könnt damit fantastische Farbeffekte erzielen und euer Projekt einfach aufpeppen und wirklich, wirklich schön gestalten. Schaut euch das mal an. Das ist Horizon, ein fantastisches Bobblegarn. Empfohlene Nadelstärke ist 4 mm, das ist ein recht dickes Garn. Super, super leicht, weil es ein Acrylgarn ist und ist gerade super gut für große Projekte geeignet. Eine große, große Decke, die wird bei anderen Garn super schwer. Wenn ihr das aus Horizon macht, wird die super leicht und super angenehm. Wir bekommen hier klare Farben und fantastische, super schöne Streifen. Acryl ist ja bekannt dafür, dass es nicht sonderlich temperaturausgleichend ist. Das ist super geeignet für zum Beispiel einen Cardigan oder einen Pulli, den man über was drüber trägt. Wenn man oft friert, dann ist es genau das Richtige. Und sonst tolle Decken kann man hier draus machen. Ich habe auch mal eine kleine Maschenprobe gemacht. Also man erhält einen Streifeneffekt oder einen Blockeffekt. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei unserem Twistergarn, dass man so einen langsamen Farbeffekt hat. Dieses Garn, das ändert von einer Sekunde auf die nächste die Farbe. Hier zum Beispiel könnt ihr das schön sehen bei dem Quadrat oder bei dem Dreieck hier. Da gehen wir nämlich von rosa in blau über direkt, also kein langsamer Übergang, sondern bumm, sofort. Und man hat am Ende nicht dieses lästige Vernähen von den Enden, sondern einen coolen Effekt, ohne eigentlich groß was zu machen. Dann haben wir noch eine andere Anleitung, und zwar ist das Lollipop Tube, der Lollipop Schlauchschal, den man auch super klasse aus dem tollen Horizon hier nacharbeiten kann. Viele Grundtechniken sind hier verbunden und kombiniert auf eine neue Art, die dann einfach dieses tolle, ja, sternähnliche Muster ergeben. Wir haben noch eine Anleitung, und zwar ist das ein Dreieckstuch mit Rillen, also ein gestricktes Tuch für die Fortgeschrittenen unter euch. Das ist auch mit Bildanleitung und man hat noch diese kleine nette Quaste, also wem die nicht gefällt, der kann die natürlich auch weglassen. Twister ist dieses fantastische, super typische Bubblegarn. Eines unserer Favoriten hier bei Hobby mit einer phänomenalen Lauflänge von 1 Kilometer. Dieses Garn besteht aus 4 verschiedenen kleinen Fäden, die miteinander verzwirnt sind. Die 4 Fäden, die wechseln in der Farbe. Das heißt, zuerst hat man 4 Fäden weiß hier zum Beispiel, dann wird der eine langsam rosa, dann wird der zweite rosa, der dritte rosa, der vierte ist auf einmal ganz rosa. Also der ist ganz sachte, dieser Farbverlauf. Das ist unser Virusschal und guckt einfach mal, wie wunderschön sich die Farbe hier entwickelt. Langsam, sachte, geht das von einer Farbe in die andere. Super, super cooler Effekt. Die Fäden sind ab und zu abgeschnitten, also da, wo die eine Farbe aufhört und die nächste anhört, ist ein kleiner Knoten drin. Mich stören diese Knoten persönlich nicht, die gehen halt in den Maschen unter. Acryl und Baumwolle, also ein gängiges Garn, was ich für große Projekte empfehle. Also zum Beispiel wie so einen Rock, wo man genug strickt oder häkelt, damit der Farbverlauf zur Geltung kommt. Das Acryl ist jetzt dazu gemischt, damit es extra formstabil ist, die Baumwolle, und noch leichter als normalerweise. Emerald Domino, das ist ein gestricktes Tuch für die Fortgeschrittenen unter euch. Mit der Domino-Technik, das ist ein Schal aus lauter Vierecken. Susanne sagt, es müsste auf den Bobbeln Warnhinweise sein. Achtung, Bobbles machen süchtig. Ja, auf jeden Fall. Also lauft so schnell ihr könnt. Der Mary Soul Schal für die fortgeschrittenen Häkler unter euch. Auch wieder eine einfache Bildanleitung, super toll zum Nachhäkeln. Man kann sich auch hier entscheiden,
ob man von dem Inneren oder dem Äußeren anfangen kann. Der Happiness-Schal oder auch der Happiness-Poncho. Beide sind mit dem gleichen Muster hier gehäkelt. Ich halte es mal in die Kamera auch nochmal. Und ist super schön weich und super schön zum Hineinkuscheln. Man hat diesen Effekt, wie als hätte man das Tuch einfach mal in, wie beim Kerzentauchen, eingetaucht und dann die verschiedenen Lagen hier entwickelt. Das waren die ersten beiden tollen Bobblegarn. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, kann das ja sein, dass ihr schon alle Schals, die wir auf Hobby, die kostenlosen Anleitungen haben, alle schon ausprobiert habt oder vielleicht einfach keine Schals mögt. Dann haben wir auch tolle Inspirationen für euch, die ihr auch mit diesen wunderbaren Bobbles machen könnt. Wir haben unter anderem dieses tolle Kleidchen, das ist das Nina Kinderkleid. Das Besondere daran ist, dass man einen Knäuel nimmt und dann mit dem Anfangsfaden, also mit außen und innen gleichzeitig häkelt. Strickt, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist gestrickt. Und dann so einen coolen millierten Effekt erzielt. Das kann man auch machen. Dann haben wir den Laundy Rock hier. Das ist der, den ich euch auch gerade schon gezeigt habe, wo der Farbverlauf auch super, super gut zur Geltung kommt. Dann kann man auch zum Beispiel noch diese Decke hier machen. Das eignet sich perfekt mit Horizon. Das ist die warme Streifendecke. Ein toller Name. Noch eine Decke, das ist die Babydecke. Und hier sind zwei Knäule. Horizon werden hier verbunden, also zwei verschiedene Bobbles, die unterschiedlich die Farbe ändern. Also super klasse sieht das Projekt aus. Dann haben wir noch eine Hose mit Mainaya hier, wo die Streifen super cool zur Geltung kommen und nochmal das Kleidchen. Also es gibt so, so, so viele verschiedene Möglichkeiten, die Bobbles zu verwenden. Wow, Sultan, schaut euch das an. Das ist dieses fantastische Garn. Das Garn ist kleiner und dünner im Vergleich zu Twister. 2,5 bis 3,5 mm. Das Garn hier ist auch besonders, denn es ist gefacht, also ist nicht gezwirnt. Guckt euch das mal an. Wir haben hier diesen Faden, der eigentlich nur aus 4 Fäden besteht, die hier aneinander oder zusammengelegt sind. Die sind nicht mal irgendwie verbunden oder so. Hier eignet sich dieser Perlentipp gut. Ihr steckt, bevor ihr anfangt, hier eine Perle auf den Faden, damit ja, die einzelnen Fäden nicht machen, was sie wollen, sondern alle zusammen in das Projekt eingehen. Perfekt auch wieder geeignet für Projekte mit langen, langen Farbverläufen. 100% Baumwolle. Das heißt, das Garn eignet sich perfekt für Sommersachen, also verschiedene Sommerprojekte. Das ist weich und kühlend auf der Haut. Baumwolle saugt ja auch Feuchtigkeit super, super gut auf. Pflegeleicht, luftdurchlässig, also perfekt, perfekt für den Sommer geeignet. Der Virusschal ist auch ein super angenehmes, einfaches Projekt, was man schön nachmachen kann, weil es auch wieder diese tolle Bildanleitung gibt. Wir haben noch einen anderen Schal, das ist der Timeless Shawl. Zeitloses Design, ein Dreieckstuch. Schlicht, hat auch wieder einen super tollen Effekt und ist ein richtig tolles Projekt, um anzufangen. Wir haben noch eine Sache, Sunrise Schal. Das ist ein gestrickter Schal für die Fortgeschrittenen. Auch ein tolles, leichtes und luftiges Modell. Wird nach Strickschrift gestrickt, also da findet ihr auch eine super tolle Anleitung. Man fängt groß an und dann nimmt man immer weiter ab, bis man dann am Ende nur noch eine Spitze hat. Dreieckstücher sind nicht nur was für den Herbst oder für wenn es kalt ist, für laue Sommerabende. Statt einem Pulli, statt einer Jacke. Wenn es kalt ist auf dem Fahrrad, kann man sich den schön um den Hals schlingen oder im Sommer am Strand schön tschüpp, um den Bauch am Strand oder um den Popo. Kann ich nur empfehlen. Mainaya! Wuhu! Mainaya hatte ich auch mit in meinem allerersten Livestream hier bei Hobby. Und da haben wir gesagt, dieses Garn ist einfach so schön. Das ist einfach ein Garn, das muss man einfach besitzen, weil es so hübsch aussieht. Das ist so wie bei Lord of the Rings. Dieser Gnom, der dann immer sagt, oh mein Schatz, so habe ich das mit dem Mainaya-Garn, weil es einfach so schön aussieht und einfach ist wie so ein Handschmeichler. Man muss es einfach irgendwie in die Hand nehmen und ja, und man kann so viele Sachen draus machen, weil das Knäuel so kompakt ist und wirklich für viele Sachen reicht. Gollum, ja, vielen Dank. Gollum, der sagt hier, mein Schatz. Ein fantastisches Bobblegarn. 200 Gramm haben wir hier auf 510 Meter Lauflänge. Ist eine Wollmischung, also ein Mischgarn. Die guten Eigenschaften der Wolle haben wir hier. Unter anderem, dass es toll feuchtigkeitsregulierend ist. Wir haben aber auch das Acryl hier in dem Garn, was dafür sorgt, dass es stabiler ist, leichter, weicher und auch pflegeleichter. Wolle und Acryl sind hier super miteinander verbunden, um wirklich die besten Eigenschaften von dem jeweiligen Garn hier rauszukitzeln.
und zum Vorschein zu bringen. Es ist herrlich warm und hat diesen tollen melierten Effekt. Guckt euch das mal an hier. Wow. Ein recht schneller Farbverlauf in gedeckteren Tönen und melierten Tönen. Der Farbverlauf macht auch sichtig, wie bei den anderen Garn. Man muss einfach noch eine Reihe häkeln und noch eine Reihe häkeln. Also man wird hier super schnell mit seinem Projekt fertig, weil das einfach richtig viel Spaß bringt. Es ist südamerikanische Wolle, die hier verwendet worden ist. Das heißt, Manaya ist super gut auch für Schals zum Beispiel geeignet. Unter anderem haben wir den Forest Schal mit dieser tollen Quaste dran. Ein gehäkelter Anfängerschal mit einer Nadelstärke von 5,5 mm. Und der wird dreieckig. Also man nimmt immer nur auf einer Seite zu und so wächst dieser Schal dann so schräg und wird aus einem einzigen Knoll Manaya gemacht. Wir haben noch eine andere Anleitung und zwar ist das die Opal Stola. Das sieht so aus, das könnt ihr super toll mit Manaya machen. Guck mal, wie viele Stränge ich hier vernähen muss, wenn ich fertig bin. Macht es mit Manaya oder vielleicht sogar mit Horizon, dann habt ihr dieses Problem nicht. Wir haben noch eine allerletzte Anleitung mit dabei. Der Delight Schlauchschal ist auch gehäkelt für die Fortgeschrittenen unter euch und wird auch super cool, zum Beispiel in den tollen Manaya-Farben, wo ihr ohne großen Aufwand tolle Farbakzente setzen könnt. Vielen Dank, Matthias. Willst du auch nochmal kommen? Just come here. Es war super schön. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Tschüss.